Oh, hallo Master Jean. Dich sieht man hier ja selten. Hallo Master Diluc. Ja, das stimmt. Aber ich dachte, ich trinke heute mal etwas. Was haben wir denn da im Angebot? Mai Tai? Zombie? Bahama Mama? Oh, das klingt doch gut. Ich hätte gerne einen Long Island Eistee. Bist du dir da sicher? Ja, ich mag Eistee. Okay, wie du willst. Gut. Ja, bitte sehr. Dankeschön. Erzähl, was ist los? Ach, naja, Papiere. Ich habe sehr viel Stress bei der Arbeit gerade. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht und wie ich das alles schaffen soll. Und wäre das nicht schon genug, ist ja auch noch Klee da. Sie und ihre Bomben sprengen mir buchstäblich alle Energie weg. Ja. Ich weiß wirklich nicht, wie das gehen soll. Aber was erzähle ich dir das? Du kannst ja auch nichts daran ändern. Tja, so ist das. Kleine Kinder und ihre Bomben, Stress bei der Arbeit. So ist das Leben manchmal. Du hast ja recht. Ich weiß wirklich nicht, wie ich in diese komische Mutterrolle geraten bin. Okay. Open your door, stick your head out and yell. I'm gonna be cooking all day, I ain't your mama. I'm gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together, I ain't your mama. No. Hey, ihr Suffköpfe! Wir unterhalten uns hier. Und ich tanze. Diluc, einmal nachschenken, bitte. Hier, mach selber. Oh. Dann lasse ich euch mal allein. Ich will euch ja nicht bei eurer kleinen Unterhaltung stören. Also, wie auch immer. Wenn ich doch wenigstens mal einen Tag frei hätte, um alles zu erledigen. Aber ich kann ja nicht einfach zu Klee sagen, lauf los, dann sprengt sie ja gleich wieder halb Mondstadt nieder. Ja, das kenne ich irgendwoher. Genau, und solche Scherereien kann ich nicht auch noch gebrauchen. Wie wär's? Ich könnte doch etwas Arbeit abnehmen. Naja, warum eigentlich nicht? Aber ist das nicht ein wenig zu viel verlangt? Es ist doch sehr anstrengend. Wir kennen uns schon so lange. Ich mach das gerne für dich. Wirklich? Ja. Das wäre ja ganz hervorragend. Danke, Master Diluc. Siehste, da sind wir uns ja nun einig. Ob er wirklich verstanden hat, was seine Aufgabe sein wird? Diluc als Klees Babysitter. Das wird ein Knaller. Abgemacht. Dann komme ich morgen früh wieder. Und vielen Dank nochmal, Master Diluc, für deine Hilfe. Aber ich muss jetzt auch langsam los. Es ist doch sehr spät geworden. Und ich habe ja noch viel zu tun, du weißt. Oh. Das war vielleicht doch ein bisschen zu viel heute. Jean, du gehst schon. Oh, mach dir einen schönen Abend und arbeite nicht so viel, ja? Ja. Ist ja wirklich schon ganz schön spät. Ich glaube, dann mache ich Zapfenstreich. Das bedeutet raus mit euch. Was? Jetzt schon? Komm schon. Sag mal, habt ihr eigentlich die letzte Runde bezahlt? Zapfenstreich, ich muss auch los. Morgen wird wirklich heftig. Ja, und die Morgenandacht, die ist morgen früher auch als sonst so. Ich muss auch. Ich hätte da eine wunderbare Idee. Ich könnte mit Musik bezahlen. I'm walking.
fucking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hit a bass boom, I'm ready. Life's sweet as honey, yeah, this beach shit like money. Du hast es mir versprochen, ja? Benimm dich, ja? Oh. Ah, Master D-Look, hallo. Hier ist Klee, wie versprochen. Ich bin dann um 18 Uhr ungefähr wieder hier. Vielen Dank nochmal außerordentlich für deine Hilfe. Ich bin dann mal weg. Ciao. Hä? Ja, du sprichst mir aus der Seele, Klee. Was machst du hier? Also, Jean hat gesagt, dass du dich heute um Klee kümmerst. Denn sie hat gesagt, dass sie heute viel zu tun hat. Und Jean hat auch gesagt, dass Moment, du... Moment, bei Barbados. Das meinte Jean mit Arbeit abnehmen? Na, hast du es jetzt erst gecheckt? Hä? Wie bist du hier reingekommen? Hintertür? Ach, die muss ich abschließen, ganz dringend. Ja, verdammt. Klee, wie wär's, wenn du dich erstmal hinsetzt und etwas trinkst und ich überleg mir... was wir heute zusammen tun. Was? Aber nein, also Diona hat gesagt, dass es hier nur ganz böse Getränke für Erwachsene gibt. Bäh. Ja, ich rede doch von ganz normalen Traubensaft. Nein. Also, ich habe eine viel bessere Idee und die ist viel witziger. Also, wir könnten ein paar Fische fangen gehen und ich habe dann eine ganz tolle Methode und damit schmecken sie so gut. Jean hat dir doch gesagt, du sollst nicht mit Bombenfische fangen gehen. Warte, aber das, also die ist ganz neu und also ich könnte die halt wegräumen und... Hier, wenn du schon mal hier bist, mach dich mal nützlich. Wäre sie auch sicher. Ich habe ja noch mehr. Ach, verdammt. Was mache ich mit ihr? Wir könnten... Nein, das ist langweilig. Oder... Das wäre doch eine Option. Na, was machst du jetzt mit ihr? Von jemandem, der seinen freien Tag schon so früh in einer Bar verbringt, muss ich mir echt nichts sagen lassen. Na, na, na. Du weißt, wie ich das meine. Ich will dir doch nur bei deiner Quest helfen. Hilfe von dir? Nein, danke. Aber Quest, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Gern geschehen. Aber was könnte sie nur... Ah, ja genau. Klee, komm mal her.
Ja, was denn? Ich habe eine Aufgabe für dich. Und zwar besorge mir bitte 4 Cecilien, 2 Windmühlenaster und 1 Lampenkraut. Denkst du, du kriegst das hin? Ja. Jetzt? Ja, jetzt. Alles klar. Ich mache mich auf den Weg. Tschüss. Bist du dir sicher, dass... Nun, was ich sagen wollte, bist du dir sicher, dass du sie mit einer kleinen Aufgabe den langen lieben Tag beschäftigen kannst? Mehrere wären da doch sinnig. Ja, das wird ein Krampf. Apropos Krampf. Willst du mir jetzt auch noch auf die Nerven gehen? Naja, ich würde ja auch lieber einen trinken. Aber alleine macht es keinen Spaß und Rosaria hat keine Zeit. Ah, stimmt, Schwester Rosaria, die ist doch immer so beschäftigt. Klee könnte ihr unter die Arme greifen. Und vor die Stadt kann ich auch nicht. Die Schleime würden mir heute den Tag versauen. Ja, Schleime, das sind keine allzu gefährlichen Gegner. Das könnte Klee machen. Dann hätte ich schon ihre dritte Quest. Ich habe eine Idee, die ich machen könnte. Ja, mach das. Aber Hauptsache nicht in meiner Bar. Master D-Luke, Funkenritter Klee vom Orde Favonius meldet sich zurück vom Dienst. Das ging aber schnell. Hast du dich geportet oder was? Ja. Aber wo hast du denn die Blumen her? Draußen vom Stadttor. Doch nicht bei Flora rausgerissen, oder? Vielleicht. Oh. Und was machen wir nun? Ja genau, jetzt kommt deine nächste Aufgabe von einer ganzen Reihe spaßiger Herausforderungen. Ui, das klingt ja super. Und ich dachte schon, bei dir wird es langweilig. Langweilig? Oh, sogar ein Kind hält dich für einen Spießer. Nur weiter im Plan. Ja, genau. Klee, Schwester Rosaria braucht deine Hilfe. Sie erwartet dich oben an der Kirche. Du weißt, wie es da hingeht? Ja, das weiß ich. Okay. Jetzt? Ja. Alles klar. Tschüss. Ja. Na, großer Master D-Luke, was willst du jetzt machen? Erstmal zu Flora mich entschuldigen. Und dann zu Jean. Das habe ich mir nicht so vorgestellt. Mit der muss ich ein Hühnchen rupfen. Ich gehe dann mal an meinem Plan arbeiten. Ja. Rosaria, Rosaria, Rosaria. Okay, hi. Master D-Luke hat gesagt, dass ich hier vorbeikommen soll und dir helfen soll. Oh, das ist ja nett. Na, nimmst du den hier. Und was soll ich damit? Na, das Laub hier zusammenfegen. Warte, da hab ich eine viel effektivere Methode. Ist das eine deiner Bomben? Vielleicht. Wie wär's, wenn du doch den Besen nimmst? Ach, Mann, oh. Spielverderber. Rosaria, meine Beste! Na, wie geht's? Besser, da ich nun nicht mehr die Arbeit machen muss. Und wie war die Morgenandacht so? Die habe ich verschlafen, kannst du dir das denken. Hatte einen Kater. Ja, alles klar. Du hast das ja gestern mitbekommen mit Jean und D-Luke. Und ich dachte, ich helfe ihnen mit Klee. Sie soll das ja nicht alles mitbekommen, ne? Soll ja eine Überraschung werden. Ja, erzähl weiter. Ich dachte an einen Kampf zu den Quests.
Ist das nicht etwas zu gefährlich? Bei Barbados nur inszeniert. Aber ich bräuchte da wirklich, wir sollten das zusammen machen. Naja, zwei klingt zwar schon lustiger, aber wie wär's, wenn du das alleine machst und ich schau dabei zu? Klee, ich bekomme das mit. Ach, Mann, oh, Piet! Ja, den Rest des Plans. Wie wär's, wenn du dafür, dass ich dir helfe, mich auf einen Drink einlädst? Nee, zwei. Oder besser, den ganzen Abend. Einen ganzen Abend? Gut, dass ich mir das leisten kann. Aber eigentlich könnte das Diluc ja bezahlen, schließlich helfen wir ihm. Aber lass uns das lieber weiter später besprechen. Ja, Klee scheint auch schon. Ich bin fertig. Das hast du aber fein gemacht. Ja. Danke, Klee, dass du das gemacht hast. Den Besen kannst du mir wieder geben, dann verräume ich den. Danke. Tschüss. Verräumt. Wendy, so geht das doch nicht. Schon wieder gab es Beschwerden, weil du von der Bar betrunken nach Hause getorkelt bist. Dein Katzengejammer weckt die ganze Nachbarschaft. Was? Mein Katzengejammer? Das kann doch gar nicht sein. Ich bin allergisch gegen Katzen. Master Jean? Master Jean? Master Jean? Herein? Oh, Master Diluc, hallo. Hallo, Master Jean. Master Jean, ich muss mit Ihnen... Hallo, Venti! Wie auch immer. Ja, Master Jean, ich muss mit dir was ganz Wichtiges besprechen. Und zwar ist diese Sache mit... die sind für dich. Für mich? Ja. Danke. Ich glaube, ihr beide habt was sehr, sehr Wichtiges zu bereden. Und ich bin kein Teil davon. Ich werde mal gehen. Halt, stopp. Wir sind hier noch lange nicht fertig. Du wartest vor der Tür draußen, bis ich dich wieder reinrufe. Das ist nicht so ein Knaller. Diese Blumen sind übrigens von Klee. Ach so, ja. Ja. Natürlich. Ja. Oh, wo du sie gerade erwähnst, wie läuft das denn mit ihr? Ganz toll, niedlicher Fratz. Sag mal, kommst du voran mit dem Kram? Ja, also du siehst ja, es nimmt kein Ende, Papiere. Und jetzt ist auch noch ein neuer Auftrag reingekommen mit Schleim vor der Stadt. Ich habe keine Ahnung, wann ich den noch erledigen soll. Weißt du was, das mit den Schleim übernehme ich. Okay, danke schön, das ist ja nett. Genau. Gut, weißt du, ich glaube, ich muss auch wieder nach dem kleinen Racker gucken. Du nicht noch irgendwas mit mir besprechen? Ach nee, das hat sich erledigt, es kommt aber sehr gut. Aber warte, ich komm mit, ich will noch deine, die Blumen von Klee ins Wasser stellen. Ja, genau. Rosaria, hier sollten wir was finden. Warum noch mal genau in Jeans Büro? Erklär mir noch mal den Plan. Also, Klee soll ja ein bisschen Spaß haben. Darum dachte ich, wir entführen sie. Und Diluc, unser großer Held, muss sie retten. Und naja, ohne Verkleidung ist das nur halb so cool. Und hier gibt's bestimmt eine Fundkiste. So, da plündern wir ein bisschen was. Und Diluc weiß von deinem Plan? Ich denke.
Also, das ist eine Maske. Ich glaube, das ist etwas zu viel. Ein Umhang könnte praktisch sein. Sogar zwei. Oh. Das T-Shirt scheint mir etwas zu normal zu sein. Kohlkopf. Nein, meine Kohlköpfe! Ein Sandwich? Lecker, aber nicht hilfreich. Komm, das wäre doch was für dich. Was denkst du denn von mir? Nein. Ja, auch nicht. Die Katzenohren sind aber süß. Was hast du mit denen vor? Ich hab da schon einen Plan. Oh, Fesseln noch. Das ist gut. Ah, die ist ganz schön leer. Ich glaube, wir haben da noch alles. Also in der Fundkiste sollte noch eine Vase sein. Aber was ist denn hier los? Was habt ihr hier gemacht? Wir brauchten ein paar Sachen aus der Fundkiste. Aber ich hoffe, ihr habt damit keinen Unfug vor. Nein, wir doch nicht. Aber, ja, und jetzt? Wer räumt das auf? Und was macht ihr jetzt? Naja, so wie ich gerade Venti da sehe, den brauchen wir auch. Ja. Aber nein, der muss noch die Papiere unterschreiben. Naja, wir hätten dann auch alles und wir haben ja jetzt auch Venti, denn... Ich hab doch gerade... Aber... Adios! Mach dann den ganzen Müll weg. Na toll. Hier sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Da sind die Schleime. Perfekt. Okay, jetzt... Master D-Luke, da bin ich wieder. Ah, hallo Klee. Wie ich sehe, hast du meine Nachricht gesehen, wo wir uns treffen. Perfekt. Und war Rosaria von deiner Arbeit zufrieden? Ja, also ich denke schon. Ah, super. Und was machen wir nun? Ja, genau. Willkommen zu deiner dritten Quest. Siehst du diese Schleime dort hinten? Ja. Soll ich sie fertig machen? Ja, genau. Aber vielleicht lieber mit den kleinen Bomben. Die großen machen so einen großen Krater. Na gut. So. Hua! Master Dino, guckst du auch hin? Ja, mache ich. Alles klar. Oh, der war kritisch. Hallo, Master Diluc. Mensch, keine Kunden oder warum so weit draußen? Ah, hallo Venti. Nun, ich habe Jean versprochen, auf Klee aufzupassen. Und damit sie nichts Schlimmeres anstellt, habe ich ihr die Aufgabe gegeben, gegen Schleime zu kämpfen. Sehr vernünftig und verantwortungsbewusst, ja. Hat das einen Grund mit diesen Katzenohren? Sind da Knaller, oder? Ja, wie auch immer. Weißt du, es ist gerade so ruhig. Ich glaube, ich sollte mal nach Klee schauen. Oh. Venti, hast du Klee gesehen? Venti? Dieser Bart ist so nicht zu gebrauchen. Verdammt, was mache ich jetzt? Jean will sie ja auch bald abholen. Es wird ja schon dunkel. Ich muss sie schnell finden. Klee, wo bist du? Klee? Klee? Bist du unter diesem Ding hier? Nein. Ah. Okay, warte mal, da war doch was. Funkenritter? Vom Ordo Favonius. Ah, ja, da. Barbados sei Dank. Ich hab dich überall gesucht, Klee. Jetzt gibt's Ärger. Und es kommt noch härter. Wir wollen über Mondstadt regieren. Und unseren eigenen Staat kreieren.
Liebe und Wahrheit verurteilen wir. Mehr und mehr Macht, das wollen wir. Rosi. Und Kai. Gemeinsam sind wir Team Kryo, bis das Eis bricht. Also gebt lieber auf und bekämpft uns nicht. Miaus, genau. Rosaria, Kaya, ist dieses Theater unbedingt... Was macht ihr da? Psst, du verdirbst die Show. Ja, genau. Die beiden, ich meine... Oh, Master Diluc, bitte rette mich. Oh, hilf mir doch. So, hilf mir. Hilfe. Muss ich das jetzt echt machen? Ja. Ja. Okay, aber nur dieses eine Mal. Ihr Bösewichte, gebt mir Klee wieder. Dann musst du erst an mir vorbei. Das wird ein Knaller. Oh, kannst du nicht mal ernst machen? Wie in alten Zeiten, Bruder. Damals hast du deutlich härter zugeschlagen. Hier geblieben. Komm schon. Du Dickschädel! Das sagt der Richtige. Ich will auch mitmachen! Nein, nein, nein! Was in Barbados Namen ist denn hier los? Nichts. Was macht ihr hier? Das war mein Schuss in den Ofen. Keine Sorge, wir spielen nur Schurken und Helden mit Clear. Wie bitte? Ja, gut. Master Dilo rettet mich vor den Bösewichten. Wir würden uns ja niemals streiten, Bruder Herz. Nicht wahr? Das war lustig. Und anstrengend. Ja. Darauf erstmal ein Feierabendbierchen. Oh ja. Ja doch, ich hab jetzt auch Durst. Ich auch, aber für mich heute lieber kein Eistee mehr. Eistee. Sag, Jean, bist du jetzt vorangekommen mit deiner Arbeit? Ja, dank deiner Hilfe, Master Diluc, bin ich wirklich sehr gut vorangekommen. Vielen Dank nochmal. Schön. Machen wir das morgen wieder? Nein! Und damit auch vielen herzlichen Dank, dass ihr alle heute hier erschienen seid. Danke an die Dokumi, dass wir heute unsere Premiere hier feiern durften mit Genshin Impact. Das wird ein Knaller. Ich hoffe, es war ein Knaller für euch. Und ich hoffe natürlich, dass ihr alle viel Spaß hattet. Und weiterhin viel Spaß auf der Con. Möge der Wind eure Con segnen. Ich weiß gar nicht, bin ich an? Ja, ich bin an. Genau, wenn ihr Bock habt, uns vielleicht noch mal irgendwie zu sehen oder zu schauen, was wir irgendwie als nächstes irgendwann mal machen. Wir haben Social Media und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da noch mal vorbeischaut.
Und ja. Ja. Das war's. Dankeschön. Hasta die Luke, wir sind fertig.